Es kann jederzeit und überall passieren. In Sekundenbruchteilen geraten Menschen in Lebensgefahr. Notarztwachen sind deshalb, wie hier in Freiburg, rund um die Uhr besetzt. Notärzte wie Franco Berner können sofort ausrücken, wenn irgendwo etwas passiert. Überall im Land stehen Rettungsdienste für den Einsatz bereit. Wie kommt im Notfall Hilfe? Notruf, Feuerwehrrettungsdienst, wo genau ist der Einsatzort? Jeder 112-Notruf kommt in der nächstgelegenen Leitstelle an. Hier sitzen Experten, sie bestimmen in Sekundenschnelle, was zu tun ist. Der Disponent entscheidet aufgrund der Situation, was er überhaupt schicken muss. Ob er vielleicht nur einen Krankenwagen schickt, einen Rettungswagen oder Rettungswagen und Notarzt oder vielleicht auch einen Rettungshubschrauber. Und dann schaut er, welches Rettungsmittel am nächsten an der Einsatzstelle ist. Alle Fahrzeuge von uns sind GPS gesteuert. Also er kann auf der Karte sehen, wo die Fahrzeuge sind. Wenn Notarzt Franco Berner am nächsten dran ist, rückt er mit seinem Fahrer aus. Es dauert nur Sekunden, bis sie unterwegs sind. Doch die Entfernungen zu den Notfallorten sind sehr unterschiedlich. Wie schnell kommt Hilfe? Die gesetzliche Vorgabe lautet, Rettungskräfte müssen in 15 Minuten vor Ort sein, medizinisch wünschenswert wären 10 Minuten. Diese Vorgabe ist in den Städten meist kein Problem, schwieriger ist es auf dem Land. Der SWR hat alle Einsätze aus dem Jahr 2016 untersucht. Das Ergebnis ist auf der SWR-Internetseite zu sehen. Die 10-Minuten-Frist wird kaum irgendwo erreicht. Und selbst bei 15 Minuten zeigen die roten Felder 900 Gemeinden, die unterversorgt sind, vor allem in ländlichen Gebieten wie hier im Hochschwarzwald. Ein Problem der großen Flächen im Land, an dem sich nur sehr schwer etwas ändern lasse. Das ist unbezahlbar. Man könnte das natürlich dadurch erreichen, dass man die Dichte an Rettungswagen, an Notarztstandorten so weit erhöht, dass man wirklich jeden Punkt in 15 Minuten erreicht. Aber das wird in der Praxis schon daran scheitern, dass dafür, selbst wenn es die Mittel gäbe, gäbe es die Leute gar nicht. Erschwerend kommt hinzu, oft rücken die Rettungskräfte unnötig aus, wenn Situationen am Telefon dramatisiert werden, die sich vor Ort weit harmloser herausstellen. Eine Frau hat gesagt, sie ist schwanger, sie bekommt das Kind jetzt. Der Disponent musste da natürlich einen Rettungswagen und einen Notarzt hinschicken, weil er von einer Entbindung ausging. Als die vor Ort angekommen sind, ist die Dame vor der Tür gestanden mit gepackten Koffern und hat gesagt, ja, die Wehen würden jetzt gleich beginnen, wir sollten sie doch ins Krankenhaus fahren. Unnötige Einsätze und vor allem lange Anfahrtszeiten. Jeder dritte Notfalleinsatz im Land kam 2016 zu spät. Wie kann die Situation verbessert werden? Mit mobilen Rettern. Eine Handy-App informiert ehrenamtliche Ersthelfer, die in der Nähe eines Unfallortes sind. Die Ersthelfer sollen dann die ersten Minuten überbrücken, bis der Notarzt eintrifft. Diese App ist jetzt so ein klassisches Beispiel zur Nutzung von jetzt modernen Kommunikationstechniken, um da auch Lücken zu schließen. Und ich halte das für eine ganz wertvolle Ergänzung von dem System. Ein System, das eine 100%ige Sicherheit nicht gewährleisten kann. Trotzdem, nach der Studie des SWR besteht in manchen Regionen dringend Verbesserungsbedarf.